Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Heute werden wir uns, in den nächsten Folgen werden wir uns darauf vorbereiten, den nächsten Boss zu klatschen. Und zwar ist das hier unten der Uralte. Dazu brauchen wir aber noch ein bisschen was. Und ich möchte natürlich vorher bessere Waffen und Werkzeuge haben. Deswegen werden wir auch noch die Schmelze bauen. Und ja, ihr seht sicherlich auch, mein Haus hat sich ein bisschen verändert. Das habe ich offscreen alles schon mal gemacht. Dass wir hier halt mehr Platz haben. Und das Schmelzgebäude werde ich heute aber noch nicht anfangen. Denn wir gehen uns erstmal ein bisschen was suchen. Jetzt muss ich mal gucken. Ne, das haben wir hier noch nicht gefunden. Ich teste nämlich immer auf meiner, wie soll ich sagen, Privatmap, was ich so alles machen kann am besten. Und keine Sorge, da bin ich nicht weiter, als ich auf dieser Map bin. Ich werde nicht vorausspielen, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte für die Aufnahmen. Bis auf 1. Und das werden wir nämlich heute suchen gehen. Beziehungsweise jetzt. Da oben haben wir schon die erste Hütte zum Nachgucken. Und ja, wir sind nämlich auf der Suche nach Bienen und Honig für Met. Denn er soll wohl eine heilende Wirkung in dem Spiel haben. Und da haben wir doch schon, hören wir doch schon die ersten Bienchen. Brauche ich nur eine Werkbank dazu. Reicht das schon aus? Nee, das reicht noch nicht aus. So, aber das jetzt. Ja. So. Da ist ein Bienennest. Und wir bauen einfach die Wände drumherum ab. Nest kaputt. Und wir haben Honig, eine Bienenkönigin und schon das nächste Rezept zum Bauen freigespielt. Da war nichts drin. Okay. So, das reiße ich irgendwann mal ab, wenn ich Lust und Laune habe. Und offscreen natürlich wieder ein bisschen was mache. So, das nächste Häuschen mit einer Biene am besten, ne? Weil so 2-3 Bienenhäuschen wären schon von Vorteil. Ja, hier müsste eigentlich irgendwo noch eins kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich fange an zu frieren. Nichts Neues mehr. Eine neue Rüstung werden wir uns im Übrigen auch machen aus der Trollhaut. Ich habe jetzt 20 Stück zusammen. Und natürlich werden wir versuchen, die auch gleich irgendwie aufzuwerten, dass die uns mehr Schutz bietet und, und. Alles sowas. Ja, genau jetzt muss es ja auch Nacht werden. Immer wenn ich unterwegs bin. Da werden wir nochmal kurz zurückgehen. Und eventuell auch schon gleich das erste Bienenhäuschen bauen. Holz haben wir ja. Oh, hier haben wir die nächsten Häuschen. Nice. Hier ist nichts drin. Da höre ich schon wieder was. Dann einmal das da. Ja, hier sieht man sie schon rumfliegen, ne? Die nächste Bienenkönigin, der nächste Honig. Nice. Äh,
Da war mein Homepunkt. Ja, wir haben unsere ersten zwei Bienen. Ja, sogar drei Honig. Na, was willst denn du, Gnome? So. Und warum... Ich weiß nicht warum, es heißt eigentlich kontinuierliche Musik. Trotzdem ist sie immer wieder aus, verschwindet. Seltsam. Hier dürfte es kein Häuschen mehr gegeben haben. Und hier pümmelt schon wieder einer rum. Scheiße. Denn, als ich das letzte Mal offscreen hier halt weiter gefarmt habe, weil ich wollte eigentlich erst hier oben ein Haus hin haben, aber ja, man sieht, das hätte hier nicht gepasst, ist ein Raid passiert. Da sind diese Viecher hier, diese Grauzungen, aber nicht mit den gelben Augen, sondern die mit den blauen Augen, ja, haben mich etwas überrascht beim Bauen. So. Wir brauchen natürlich wieder das da. Es ist nichts Neues mehr. Einmal dahin. Fehlende Voraussetzung. Mir fehlt einfach Holz. Jetzt nicht mehr. Und das zweite. Du kommst erstmal wieder weg. Wobei, wir müssen das ja noch einbauen. Machen wir jetzt einfach nur mal grob hier so ein bisschen was hin. So. Ja, hier. Hier müsste ich es jetzt so wieder setzen können, weil die andere Werkbank noch in der Nähe ist. Genau. Ja, dann machen wir hier noch ein, zwei Bienenhäuschen hin und dann... Ja. Hier haben wir eins, zwei, dann machen wir hier noch eins hin oder hier noch zwei, dann haben wir die. Passt. So, wie ich den Met allerdings herstelle, das weiß ich noch nicht. Da bin ich selber noch ein bisschen überfragt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo schmeiße ich den Honig rein. Hier hinten ist noch eine Kiste frei. Das war Waffen, Werkzeug, Rüstung. Das müsste hier mal unser Trollleder. Dann brauchen wir noch Stufe 3. Ach du Heimatland. Eins, zwei. Okay. Moment mal, hab ich denn dieses Hirschteil schon hier draußen stehen? Was war hier in der Kiste? Hier waren Erze drinne. Ich hab die allgemein noch gar nicht aufgewertet, sehe ich gerade. Da machen wir das doch mal ganz schnell. Ach, hier habe ich auch noch Holz. Hirschleder. Ja, ja, das braucht man. Ja,
Es soll ja auch ein bisschen schön hier aussehen. Es tut mir leid, hier draußen ist gerade ein großes Auto vorbeigefahren. So, jetzt können wir das hier auf jeden Fall schon mal setzen. Warum? Ah, okay, es muss in der direkten Nähe sein. Es darf nicht mit in dem Umkreis des Baukreises sein. Das ist natürlich scheiße. Drei von 50 uralten Samen. Die werden wir im Übrigen noch brauchen. Feuerstein kann erstmal wieder raus. Den brauchen wir nicht. Och, da pümmelt schon wieder so ein Blauogenvieh rum. Und wir brauchen doch die Feuersteine. Genau diese haben mich angegriffen mit einem Berserker und mit einem Schamanen. Und ich sag mal so, der Berserker macht ordentlich Schaden. Also, ja, so begegnen ungern. Ich hab doch aber alles. Und jetzt müsste man die Trollrüstung machen können. Yo. Hemd. Hose. Rollumhang, fehlen mir noch Knochen und da fehlen mir auch noch Knochen. Das sollte nicht das Problem sein, aber ich glaube, wir müssen dann später noch einen Troll erlegen, denn für den Helm oder den Umhang brauche ich 10. Ja, für den Umhang brauche ich 10. So, jetzt machst du mal bitte. Ich würde gerne mal gucken. Lederhose. Ja. Aha. Trolllederhose. Rüstung 6. Die ist auf jeden Fall schon mal besser. Die werden wir auch auf jeden Fall nutzen, ne? So, das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall noch um einen Troll kümmern. Und ich bin mal gespannt. Es ist auf jeden Fall schon mal blau. Wow. Das dahin. Ja, da müssen wir uns noch einen Troll schnappen. Oder wir zeichnen erst einmal für die Schmelz alles an, weil die hätte ich gerne hier hingebaut. Ganz in die Nähe vom Haus. Ja. Natürlich wieder eine Werkbank. Wir werden ja, hier. So, 1, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4, 5, 6,
Die ist hier. Ja, anebnen. Yippie. Okay. Wir brauchen Steine. Und wir müssen das alles ein bisschen einebnen, dass das auch alles auf eine gewisse Höhe kommt. Ah, das war einmal die 6. So, das waren jetzt 2, 4, 6. Da fehlt auf jeden Fall noch eins. Warum machst du das immer wieder weg? Ah, jetzt so langsam. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fehlende Voraussetzung, und mir fehlen natürlich wieder Steine. Dann machen wir erst einmal hier weiter. Das waren 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2. Okay, und Holz fehlt mir auch. Und hier kommt dann halt Schmelzofen und der Kohlemeiner hin. Dass wir das alles auch schon wissen. Natürlich muss ich das alles wieder einebnen. Und wir werden jetzt auf die Suche nach noch ein paar Bienchen gehen. Vorher nochmal alles reparieren. Und eventuell noch einen Troll erlegen. Dazu müssten wir entweder in die Ecke... Oder diese, und wir gehen aber direkt nach unten. Die Fackel steht da, weil ich dort draußen außerhalb des Hauses Kiste stehen hatte, damit die nicht angegriffen werden. Beziehungsweise es in der Umgebung hell ist. Und ja, die muss ich noch wegmachen. Der Glücksknoten ist noch aktiv. Das gefällt mir. Der Glücksknoten ist oben, das neben der Minimap. Falls ihr euch fragt, was ich meine. So, also Bienen und einen Troll. Ja, da müssen wir mal lunzen. Hirsche brauche ich vorerst nicht. Da ist auf jeden Fall eine Hütte. Da könnte man mal rein... Ach, hau doch ab, ey. Mal rein, Lunzner.
Oh, Weltspeichern. Das nervt mich immer so ein bisschen. Doch, du mal, schießt mich einfach ab, du Arsch. Du genauso. Fällt denn euch ein hier? Waren hier Bienen? Oh, oh ja, da sind Bienen tatsächlich drin. Die zwei. Ich brauche erstmal ganz... Oh, Pilze. Ich brauche erstmal ein bisschen Holz. Da haben wir wieder einen Tanzzapfen bekommen. Da rennt er einfach weg, der Feigling. Sag mal. Stirbst du halt so? Sag mal, ernsthaft? Du Kleiner! So, die Werkbank lasse ich jetzt erst einmal stehen. Denn wir wollen uns einen Troll schnappen. Wenn wir hier einen finden. Das ist auf jeden Fall ein Skelett-Dungeon. Wow. Ich hab dich gesehen. Jetzt schlag doch mal zu. So, jetzt ist allerdings nur die Frage, war ich in dem schon drin, ne? Ein Feuer ist nicht gesetzt, also war ich in dem noch nicht. Dann markieren wir uns das einfach mal ganz kurz, denn das wollte ich jetzt tatsächlich nicht machen. Ich würde das so machen, ich werde jetzt einen Troll suchen und wenn ich einen gefunden habe, sehen wir uns wieder. Ich setze jetzt einen kurzen Cut. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück nach dem kurzen Cut. Für euch war es jetzt nur ein Augenzwinkern, für mich allerdings war es eine etwas größere Suche und ich glaube, wir haben, wir haben eine Trollhöhle, in die wir uns jetzt wohl begeben müssen, ne? Damit wir, ja, an das Trollleder kommen. Wir versuchen einfach mal unser Glück in der Hoffnung nicht zu sterben. Okay, hier ist einfach mal keiner. Das ist sehr interessant. Map-technisch gesehen sind wir jetzt hier, aber in der waren wir doch noch nie einmal drinne. Oder täusche ich mich da jetzt? Fackel. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwas rumliegt. Ich habe gerade Rubine und irgend so ein anderes Zeug gefunden.
Da liegen noch Münzen rum, die kann ich auch nicht einsammeln. Was hau man weg? Was hau man weg? Ach hier, den Honig, den können wir erstmal wegmachen. Den kriegen wir so oder so wieder ran. Ja, dann war's das wohl. Ich muss mir das halt hier unbedingt markieren. So. Gut, dann setze ich hier wieder einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich Endroll gefunden habe. So, da sind wir wieder zurück und ihr seht schon sicherlich da hinten, wo das Fahnenkreuz ist, da ist auf jeden Fall ein Troll. Ja, fullgerackt bin ich. Und ich möchte den jetzt gerne erlegen. Scheiß drauf. Einfach drauf hier. Ihr seht's auch mittlerweile, die sind nicht mehr so arg stark. Da ist er auch schon down. Also. Ja, wie soll ich sagen, es war ein Witz. Ich würde aber gern den Kopf, wobei den Kopf braucht man nicht, den Hammer schon. Es ist auch sehr dunkel gerade im Game, weil es Nacht ist. Ja, Trollhammer. Da werden wir uns dann in der nächsten Folge noch schön den Trollumhang gönnen. Und wir sind auf jeden Fall jetzt ein bisschen sicherer. In der nächsten Folge werden wir dann auch die Schmiede bauen. Offscreen baue ich das Gebäude natürlich weiter. Soweit wie es geht. Und ja, ich werde mich jetzt erstmal auf den Heimweg begeben. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.